So, ist ja jetzt schon wieder 20 vor. Und ich würde sagen, direkt wieder raus. So, ich weiß ja nicht, ob er pünktlich um 21 Uhr wiederkommt. Aber wir haben die Tasche und können sie über Black Bay abschicken. So, dann... Oh, Vorsicht, sonst geht unser Auto gleich kaputt. So. Versteck. Kann man sich die Aktentasche eigentlich angucken? Ich würde hier mal aufmachen, gucken, was da drin ist. Verdächtige Aktentasche. Okay, gut. Schicken wir ab. Was soll's? Weg damit. Ja, Mister. I think your chances of survival just went up by at least 20%. I mean, after ripping off a known criminal organization, there's not much hope for a normal life. But you might be the exception. For now, I want you to practice your skills by doing missions. Who knows what happens next? We gotta wait for their move, but not passively. Okay, erledige 7 Missionen von Hellneighbor. 4 von 7 haben wir schon. Hellneighbor. Okay. Zerstöre den... Kann man sich seine abgeschlossenen noch nicht an oder nicht mehr angucken? Okay. Zerstören, stehlen in 103. Da wollten wir eigentlich eh noch rein, also das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein paar Dinge zerschlagen in 108. Zerstöre das Wechselstromgerät in 101. Auch 101. 100. 104 lokaler Schrottplatz, da kennen wir uns auch halbwegs aus. Okay, die anderen sind alle neu, da waren wir überall noch nicht. Aber machen wir eins nach dem anderen. So, kann man sich die irgendwo angucken, welche Mission man da gerade hat? 103, zerstöre den Gartenzwerg, okay. Wie spät ist es? Der schläft gerade. Kann man dann einfach während er schläft seinen Gartenzwerg zerstören? Was für ein Trauma, wenn man dann am nächsten Morgen aufwacht. Ist einfach der Gartenzwerg hinüber. Ach, die 103 ist ja gar nicht hier. Die ist ja einmal hier rüber. Aber wenn wir schon mal hier sind, parken wir hier einfach. So. Oh shit. Da war ich wohl zu laut. Aber wenn der schläft und ich dann den Gartenzwerg zerschlagen würde, würde er mich ja sowieso hören. Aber egal, machen wir gleich mal. Ups. Nochmal kurz die Taschenlampe angemacht. Mal eine ganz blöde Frage. Habe ich mein Brecheisen irgendwie im Schrank abgelegt? Ich kann das nicht in die Hand nehmen. Die Frage, kann ich den Gartenzwerg trotzdem zerstören? Pff, natürlich nicht. Ach, schade. Also doch nochmal nach Hause. Verdammt, wann habe ich denn das Brecheisen abgelegt? Das war dann ja auch wieder aus Versehen. Also nochmal nach Hause. Oder hat man das auch hier drin irgendwie? Nee. Och, Herr Jemine. Nochmal nach Hause, das Brecheisen holen und wieder herkommen.
Wenn du genügend Geld hast, kannst du ein Fernglas kaufen. Juhu. Nee. Wo ist denn mein Brecheisen hin? Das ist ja verrückt. Dann kaufe ich mir halt ein neues. Ich habe ja das Geld. Jetzt kann ich es auch in die Hand nehmen. Sehr gut. Also, auf zur Madison Street. So. Frage ist nur, schläft er jetzt noch oder steht er gleich schon wieder auf? Meint spätestens, wenn ich den Gartenzwerg da kaputt mache, wacht er ja sowieso auf. Das heißt, es macht auch keinen Sinn, hinten über den Zaun zu steigen, weil dann muss ich, wenn ich wegrenne, erst per Lockpicking die Vordertür aufmachen, die Gartenzauntür. Was willst du denn, Alter? Hast ein Problem? Geh weiter. Ja, das kommt davon. Reguläre Brieftasche habe ich dir abgezogen. So, wir gucken nochmal ganz kurz. Notizen 103. Er schläft bis 3 Uhr. Das könnte man schaffen. Natürlich eiert hier jetzt noch so ein Auto lang. Wir haben ja Zeit, ne? So. Kurz hinter das Haus. Schon mal das Stänkchen in die Hand nehmen. Oh, und gleich schrickt er aus seinem schönen Traum auf. Er hat mich gehört. Na sowas. Aber bis der draußen ist, bin ich schon über alle Berge. So. Das heißt, noch zwei weitere Missionen. Noch zwei weitere Hell-Neighbor-Missionen. Was hatten wir jetzt noch mitgenommen? Vom Schrottplatz eine Mission, ne? Mehrere Räume fotografieren. Sehr gut. Wie sieht's da gerade aus? Ah, das ist eigentlich am besten, wenn man da um 0 Uhr antanzt. Dann hat man schön 3 Stunden Zeit. Natürlich ist es gerade 2 Uhr. Sehr schön. Oh, okay. Weitere Missionen haben wir jetzt aber noch nicht, ne? Die 101. Da haben wir schon so ein bisschen was, zumindest von dem Hund. Aber zu den Mietern haben wir gar nichts. Dann gucken wir mal eben bei der 101 vorbei. Ich kann mir da ja ein paar Routinen aufdecken. Bitte weiterfahren. Hier gibt es nichts zu sehen. Schlossknacken Stufe 3, ist klar. Aber dann können wir ja... Hier hat man doch gerade eine Tür gehört. Aber man... Doch da. Routine des Mieters kennengelernt, okay. Immerhin, zumindest von einer. Die pennt jetzt, okay. Man hört hier immer noch Türen. Hallo? Hallo? Nee. Der Hund ist im Bad. Sieht man auf der anderen Seite vielleicht noch was? Oha, wo willst du denn hin, ey? Jeder, der mich dumm anmacht, der wird beklaut. So einfach ist das. Wie im echten Leben. Nein, natürlich nicht. Okay. Aber wir haben keine Ahnung, wie es bei dem anderen Mieter aussieht. Dann würde ich sagen, gucken wir uns nochmal die Rob-Tipps zur 101 an.
So, und wir müssen dran denken, dass wir um 0 Uhr zum Schrottplatz wollen. Also, Rob-Tipps zur 101. Alles mitnehmen. Nee, Angabe zur Beute sind eigentlich nicht so wichtig gerade. Es gibt ein Tor auf der Rückseite, siehst du mal. Habe ich nicht gesehen. Außerhalb des Hauses, im Badezimmer. Vielleicht ist er ja hier auch außerhalb des Hauses. Dann wären alle drei weg. Das wäre ganz cool. Der Ehemann geht um 9 Uhr und kommt um 17 Uhr zurück. Ach so, ja, das haben wir ja gesehen. Okay. Zur 101, was gibt's denn da überhaupt was wollte ich jetzt? Für Hellneighbor-Aufträge. Zerstöre das Wechselstromgerät. Platziere ein verdächtiges Paket im Haus, ohne Spuren zu hinterlassen. Und das war's. Dann zerstören wir das Wechselstromgerät. Das steht im Garten. Das ist gut. Denn das könnte man dann theoretisch gesehen auch irgendwann hier machen, ne? Und ah, komm, fahren wir erstmal wieder hin. Super TV im Wohnzimmer. Weg da. Zerstöre das Wechselstromgerät. Komm, ach, kommen wir da überhaupt hin? Es gibt ein Tor auf der Rückseite. Das müssen wir uns mal angucken. Der Hund ist gerade im Bad. Ah, hier ist das Tor. Okay. Lockpicking Stufe 2. Sehr schön. So. Machen wir hier leise auf, denn der Hund ist ja hier. Wo ist denn das Wechselstromgerät? Da. Also. Schnell weg. Ich halte etwas Ungewöhnliches in der Hand. Ja, das stimmt. Kann ich nichts zu sagen. So, geh wieder rein, ist nichts passiert. Kann man eigentlich auch zu Fuß nach Hause gehen? Mal eine ganz dumme Frage. Tatsächlich, das geht. Und wenn ich jetzt nach Hause gehe, ist mein Auto dann trotzdem zu Hause? Hey, cool. Alles klar. Das ist gut zu wissen. Ach so, wir wollten jetzt eigentlich noch um 0 Uhr zur Baustelle. Okay. Gut, das war jetzt unnötig, dass wir nach Hause gegangen sind. Aber ich wollte nur mal ausprobieren. Also auf zur Baustelle, beziehungsweise wir schlafen einmal bis 0 Uhr und gehen dann zur Baustelle. Nee, nicht Baustelle, Quatsch. Schrottplatz. Wieso sage ich denn die ganze Zeit Baustelle? Baustelle ist ja da, da waren wir noch gar nicht. So, dann schlafen wir mal bis 0 Uhr. Das Auto braucht einige Stunden, um bei mir vorbeizufahren, da. Das Orange. Sehr gut.
So. Er geht wieder, sehr gut. Wir nehmen wieder unsere Drohne. Zack, Kamera deaktiviert. Mehrere Räume fotografieren. Was heißt denn das eigentlich, mehrere? Ist ja durchaus ein dehnbarer Begriff. Das würde ich sagen, ist der erste Raum. Den nehmen wir mit. Okay. Dann. Klar, wenn ich ein Handy in der Hand habe, kann ich keine Tür aufmachen. Das macht Sinn. So. Bargeld nehmen wir schon mal direkt wieder mit. Und. Mission abgeschlossen, sehr schön. Lombardi's Boss should call you anytime now. Learn agility. It might prove useful on whatever he tasks you with. Assuming he won't send a squad of assassins your way, I hope. Hier haben wir uns noch gar nicht richtig umgeguckt, ne? Auf den Dialog habe ich jetzt zum Glück gar nicht geachtet. Sehr gut. Knacken wir das nochmal? Nein. Macht eigentlich keinen Sinn, glaube ich. Jetzt haben wir hier noch die Seitenscheibe ist offen. Na gut. Hinten im Garten haben wir uns auch noch gar nicht umgeguckt. Da kann man später auch noch einbrechen. Geil. Okay. Aber dafür braucht man natürlich noch andere Fähigkeiten. Da kommt gerade ein Auto. Dann warten wir mal eben, bis es vorbei ist. Der ist auch eben schon da lang gefahren, Mensch. So, erlerne die Fähigkeit Geschicklichkeit Stufe 1. Das kriegen wir hin. Geschicklichkeit. Wahrnehmung. Safe knacken. Na, vielleicht kriegen wir es auch nicht hin. Wo ist denn Geschicklichkeit Stufe 1? Beweglichkeit. Okay, vielleicht kriegen wir es doch nicht hin. Erlerne die Fähigkeit Geschicklichkeit, Stufe 1. Aber da war doch nirgends was mit Geschicklichkeit. Markierung gelernt, gelernt, gelernt. Wahrnehmung. Das hat ja nichts mit Geschicklichkeit zu tun eigentlich. Safe knacken. Dafür bräuchte man durchaus Geschick, aber... Bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass es direkt eine Fähigkeit gibt, die wirklich Geschicklichkeit heißt. Na, so weit unten wird das nicht sein. Läufer hören. Donutzeit. Die Polizei verlässt den Tatort viel schneller. Ah, okay. Vergrößerung des Rucksacks. Lautlos. Aber das hier sind ja nur so temporäre Fähigkeiten. Gut, keine Ahnung, wo man Geschicklichkeit findet. Vielleicht kann man sich ja irgendwie am Rechner noch was aneignen. Wenn man nicht weiter weiß, immer an den Rechner gehen, ne? Wie im echten Leben. So, und wenn wir natürlich wieder hier sind, leeren wir auch gleich wieder unseren Rucksack aus. So, die Polizeistation. Ausfahrtstaste, okay. Boah, wie sieht das denn hier aus? Ich muss ja mal renovieren wieder. Na gut, eigentlich. Sieht das die ganze Zeit schon überall so aus hier im Haus. Rob-Tipps? Ich weiß nicht. Kann man irgendwie... Ah, Belohnung abholen. $500 und 25 Erfahrungspunkte. Okay. Hm,
Was gibt es noch? Verdiene 3000 Dollar. Können wir mitnehmen. Irgendwann werden wir das schaffen. Gucken wir hier nochmal eben durch. Da haben wir wieder was. Grafiktablet und Scanner. Sehr schön. Wertsachen haben wir keine. Sonstiges. Auch nicht. Okay. Upgraded. Gamerhände, Aktion Laptop hacken, Hundefleisch. Ja, da kann man zwar was upgraden, aber da kann man auch nicht Geschicklichkeit lernen. Gamerhände, lustig. Okay. Was kann man hier noch so kaufen? Glasschneider, auch cool, aber ziemlich teuer. Wie viel Dietrich haben? Ach, man kann Dietrich immer wieder verwenden, bis er halt abbricht, wenn man es falsch macht. Dann habe ich ja viel zu viel gekauft, oh Gott. Aber ist ja auch eigentlich logisch. Mikrokamera ist auch cool. Hundefleisch. Kabinendemontage-Werkzeugkasten, Alter. Schaufel. Eine Schaufel! Wir kaufen uns jetzt eine Schaufel. Schmuckwerkzeuge, Nacht... Oh, was es hier nicht alles gibt. Hacking PDA. Okay, eine Schaufel wollte ich nämlich haben. Ich dachte, die kann man jetzt in die Hand nehmen. Nee, weil wir hier draußen doch so ein Schaufelsymbol haben. Auf der Minimap. Aber... Da. Du hast etwas gefunden. Was haben wir hier denn? Kann ich mir das nochmal angucken kurz? Ja. Was haben wir hier? Cool. Okay. Gut. Einfach mal so auf unserem Grundstück vergraben. Was haben wir da drin? Tür wieder verriegeln mit R. Warum soll ich das tun? Ein Zettel und ein USB-Stick. Also, Anmerkung. Ich habe diese Unterkunft zu einem großen Rabatt bekommen. Anscheinend ist der Besitzer bei einem Feuer gestorben und hier passieren einige seltsame Dinge. Wie auch immer, es dient als Versteck für den Fall, dass Scheiße am Dampfen ist. Und ein USB-Stick. Naja, haben oder nicht haben. Besser als nichts, ne? Sonst haben wir hier aber, glaube ich, kein Schaufelsymbol mehr auf der Minimap. Das könnte ich gebrauchen. Okay. Gut. Dann, tut mir leid, Leute, ich muss es einfach nochmal gucken. Geschicklichkeit, das verstehe ich nicht. Geschicklichkeit, Bewusstlosigkeit, Negotiator. Läufer hören, Läufer, Donutzeit, Meister der Tarnung, Beweglichkeit, Wahrnehmung. Gut, dann machen wir jetzt einfach mal Wahrnehmung, was soll's. Fähigkeit Wahrnehmung erworben. Tatsächlich, das zählt nicht zu Geschicklichkeit. Macht ja auch eigentlich keinen Sinn. Boah, den Rucksack hätten wir auch upgraden können, verdammt. Beweglichkeit. Taschendieb, Schlossknacken. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo man Geschicklichkeit findet. Aber, liebe Leute, ich würde sagen, wir machen hier einmal einen Cut. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, scheppert gerne den Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich verabschiede mich damit und sage bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Reingehauen und ciao.